Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. So lautet die neutestamentliche Losung für den heutigen Tag. Es ist ein berühmter Satz, für den sich deswegen auch die Bezeichnung goldene Regel eingebürgert hat. In der Fassung aus der Bergpredigt Jesu im Matthäusevangelium habe ich sie hier im Morgenvideo auch schon mal ausgelegt. Für mich ist diese goldene Regel so kostbar, weil sie mit einem Satz das Liebesgebot Jesu auf den Punkt bringt. Einem Satz, der eigentlich jedem Menschen einleuchten muss. Ja, natürlich ist es nur recht und billig, dass wir andere so behandeln, wie wir selbst auch behandelt werden wollen. Hier im Lukas-Evangelium, in der sogenannten Feldrede Jesu, steht der Satz nun aber in einem Zusammenhang, den ich besonders bemerkenswert finde. Jesus erklärt hier nämlich die Feindesliebe. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und kurz darauf kommt diese goldene Regel. Wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Die Feindesliebe wird hier sichtbar nicht als moralische Superheldenhaltung, sondern als kluge Lebensregel. Du weißt doch selbst, wie man sich in wechselseitiger Verletzung und dann vielleicht sogar Feindschaft verhärten kann. Würdest du dir nicht auch wünschen, dass dein Gegenüber das einfach durchbricht und dich trotzdem noch als Mensch sieht? Meine klare Antwort ist ein Ja. Deswegen will ich mir die heutige Losung zu Herzen gehen lassen. Und sie und ihr vielleicht ja auch. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.